Gut, genau. Okay, also ich möchte euch heute ein bisschen was über Game Jams erzählen. Ja, erstmal so, was ist ein Game Jam? Also eben einfach ein Spiel programmieren zu einem Thema in der vorgegebenen Zeit. So, die grobe Definition, also kommt ja auch vom Namen her, Jamming, aus der Musik kennt man es vielleicht, so ein bisschen üben, rumspielen, experimentieren und das Ganze eben mit Computerspielen. Ja, erstmal, was gibt's für Jam? Findet einmal im Jahr statt. Es gibt den 7-Day First-Person Jam, den 7-Day Roguelike Jam, ne? Jeweils 7 Tage. Dann den Mode Jam zum Beispiel, das ist jetzt kein öffentlicher Jam, das ist so ein von den Machern von Minecraft mit anderen Entwicklerstudios, die machen eben Spiele zu Themen, die die Community auswählt und die Erlöse gehen dann eben an einen guten Zweck, das gibt's. Dann den Darkside Jam, den gab's dieses Jahr, das war was von der NASA, die haben einfach gesagt, macht ein Spiel zum Thema Weltraum, auch 2 Tage Zeit. Ja, es gibt wie jedes Jahr auf der GPN immer einen Jam über die Dauer der GPN. Das Thema wird auch kurz davor bekannt gegeben. Letztes Jahr war es Beyond Good and Evil. Dieses Jahr wird man sehen. Und dann gibt es das Ludum-Dare. Das ist so der bekannteste Game Jam überhaupt, über den ich auch vor allem was erzählen möchte. Also er findet 3-mal im Jahr statt. Der nächste ist eben am 26. bis 29. April. Könnt ihr gerne herkommen, auch mitmachen und so. Ich werde da sein, ich werde wieder ein Spiel bauen. Und ja, ich werde auch ein Event einrichten und das auch schon angekündigt, eben dass sich im Raumzeitlabor vielleicht auch andere Interessierte einfinden, um zusammen oder einzeln ein Spiel zu bauen. Ja, wie sieht dieser Jam aus? Also man hat standardmäßig 48 Stunden als Einzelperson, kann eben ein Spiel zum Thema bauen. Das ist eben die sogenannte Compo, Composition. Und dann gibt es noch den Jam. Das sind 72 Stunden und da kann man mit Teams teilnehmen. Es machen deutlich mehr Leute beim Compo mit, also letztes Jahr waren es, glaube ich, 1000 Spiele beim Compo und ungefähr 500 beim Jam, weltweit. Ja, ist eine gute Zahl. Und genau, das Thema wird ausgewählt. Also es gibt davor einige Runden, die beginnen, glaube ich, ab morgen oder so. Gibt's dann, also man kann jetzt schon Themen vorschlagen und dann gibt es eben so ein quasi K.O.-Verfahren, in dem man eben für Themen abstimmen kann. Der eigentliche Sieger wird dann aber erst zu Beginn festgelegt, dass eben keiner irgendwie einen Zeitvorteil hat. Ja, die letzten Male war es zum Beispiel Evolution, Tiny World oder solche Sachen. Wie werden die Gewinner entwickelt? Bestimmt, das ist ja auch sehr interessant. Ich meine, bei über 1500 Spielen kann man sich ja nicht alle anschauen. Also abstimmen kann nur der, kann man nur, wenn man selber ein Spiel eingereicht hat. Jetzt egal, ob beim Jam oder beim Compo. Und das Ganze läuft so ab. Man hat eben eine Liste von Spielen, die man noch nicht bewertet hat. Und die Spiele werden danach sortiert, nach den Spielen, bei denen die Macher die meisten Bewertungen bekommen haben, aber die am wenigsten bewertet wurden. Das heißt, umso mehr ich bewerte, umso mehr Leute stimmen für mich ab, umso mehr Leute bewerten mein Spiel, geben Feedback und so weiter. Ja, zu gewinnen gibt es eigentlich nichts. Es geht halt um die Ehre, um den Spaß, einfach dabei zu sein, in der festgelegten Zeit ein Spiel zu machen, zu schauen, was die anderen geschafft haben. Ja, das ist so die Grundidee dieser Jams. Es gibt auch verschiedene Kriterien dann. Ja, seht ihr, genau. Ja, das Wichtigste, wenn ihr mitmachen wollt, wie überlebt man einen Game Jam? Ja, das Erste ist erstmal keine Experimente. Also, wenn ihr euch denkt, ach, das Spielframework wollte ich schon immer mal ausprobieren, das mache ich für einen Jam, sehr schlechte Idee, weil ihr werdet mindestens die Hälfte der Zeit mit verbringen, euch die Dokumentation durchzulesen, wie mache ich denn jetzt das, wie mache ich jenes. Also, das habe ich einmal gemacht, nie wieder. Ja, und weniger ist mehr. Wichtigste, dann nochmal weniger ist mehr und weniger ist mehr. 48 Stunden klingt erstmal viel, man muss aber denken, dazwischen will man vielleicht noch schlafen, sich erholen, was anderes machen, ja. Und so die Faustregel ist, wenn man so das Thema hat und sich überlegt, oh, ich mache so ein Spiel, dann überlegt man sich, was für Feature kommen in das Spiel, nimmt davon die Hälfte, wenn man Glück hat, kann man ein Zehntel davon implementieren. Das ist so die Faustregel für Game Jams, also man hat nie genug Zeit, man schafft nie alles, was man schaffen will. Es kommt halt darauf an, dass man sich vorher Gedanken macht, was sind die wichtigen Punkte für mein Spiel, damit das Spiel Spaß macht, damit man sieht, was gemeint ist vielleicht auch, dass das Spiel noch Potenzial hat. Ja, auch sehr wichtig ist mehr Plattformen, mehr Spieler. Die meisten Spiele sind für Windows noch, muss man sagen. Es gibt aber auch immer mehr, zum Beispiel Unity, die dann auch auf Mac laufen und auch einige Sachen, die für alle Systeme laufen. Es gibt auch natürlich viele Java-Einreichungen. Ja, also natürlich
umso breiter mein Spiel ist, umso mehr Leute können es ausführen, können mir eine gute Bewertung geben. Ja, also am besten ist, glaube ich, würde ich inzwischen sagen, schon sind Browser-Games, also was mit JavaScript, Canvas, sowas in der Richtung, Flash, wenn es sein muss, ja, ist auch noch nicht ausgestorben. Ja, also darauf sollte man achten, weil wenn man Spiel nur unter FreeBSD läuft, gibt es vielleicht 3 Leute beim Jam, die mitmachen können. Ja, ist wenig hilfreich. Das war jetzt einfach nur so als Einzelbeispiel, ich wollte jetzt niemanden bestimmen. Nein. Ja, das war es auch schon, wie gesagt, so ein Jam hat auch nicht viel Regeln. Wie gesagt, es gibt halt Einzelpersonen, Teams, das ist die einzige Unterscheidung. Einige Jams erfordern es auch noch, dass man dann den Source Code offenlegt, andere nicht. Ja. Beliebig, also soweit ich weiß, beliebig. Ja, also der Jam ist wirklich nicht mehr so der harte Wettbewerb, deswegen auch noch die 24 Stunden mehr. Einfach, dass man Zeit hat, vielleicht noch einen Feinschliff zu machen und so. Gibt's auch öfters Leute, die halt dann eigentlich im 48 Stunden mitmachen wollen, dann noch merken, naja, läuft eigentlich, aber wenn ich jetzt das Detail noch hinkriege, ist besser. Und das merkt man auch, also wenn man die Spiele vergleicht aus dem Jam und aus, also 48 und 72 Stunden, das ist schon bemerkbar, was da für Unterschiede sind. Ja, es geht, kann aber auch noch weitergehen als Jams. Es gibt inzwischen einige Projekte oder Spielemacher, die ein Jam-Spiel gemacht haben und nachgemerkt haben, das kann ja noch mehr. Das eine ist MacPixel, das gibt es inzwischen auch auf Steam zu kaufen. Das war ursprünglich ein Jam-Spiel und dann hat man sich eben gesagt, das ist gut, wenn wir da noch ein paar mehr Rätsel und so reinmachen, das Ganze erweitern im Spiel. Und das andere war der Retro Game Crunch. Das waren die Sieger des letzten Ludum Dares und die haben ihm gesagt, es macht uns Spaß, den Leuten gefallen anscheinend unsere Spiele, gibt uns Geld auf Kickstarter und dann machen wir jeden Monat ein Spiel und jeweils Thema aus. Ja, also wie gesagt, Jam ist nicht vorbei nach den 48 Stunden. Es kann auch beliebig weitergehen. Ja, sehr wichtig auch, wenn man sich informieren will, es gibt die Webseiten, die man ansurfen sollte, also Ludum Dare, nicht nur um teilzunehmen, sondern da gibt es auch sehr gute Ressourcenseiten, Tools, die man brauchen kann, weil zum Beispiel Sound für Spiel haben will. Ich meine, für ein normales Spiel würde man sich ja vielleicht einen Tag hinsetzen, Soundtrack und so weiter machen. Dafür hat man natürlich keine Zeit und dann gibt es da eben verschiedene Tools, wo man einfach so, machen wir mal einen random Sound und dann mit den Parametern einfach anpassen kann, wie man es gerne haben möchte. Ja, dann One Game a Month ist eine sehr interessante Seite, das ist so eine Bewegung, die sagen, ja, wie der Name schon sagt, ein Spiel pro Monat und dann eben auch auf die jeweiligen Game Jams verweisen. Also es gibt da bekanntere und unbekanntere Game Jams. Der NASA Game Jam ist zum Beispiel erst danach groß bekannt geworden, weil sie gemerkt haben, es ist nicht so gelaufen, weil fast keiner mitgemacht hat. Ja, die Seite ist gut, motiviert einen eben jeden Monat ein Spiel zu machen und sagt einem auch, ja, da kannst du es einreichen, das ist unser aktuelles Thema. Die ist dafür recht gut. Und dann der Global Game Jam, der findet jedes Jahr im Frühjahr statt. Ich glaube, das war dieses Jahr Februar. Das ist aber, der ist ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel das Ludum Dare. Da gibt es dann wirklich so Treffpunkte eben auf der Welt verteilt, wo man sich eben erst zusammenfindet und dort die Spiele macht. Ludum Dare kann ich auch die gesamten 48 Stunden in meiner Bude sitzen und einreichen. Ist kein Problem. Das ist, wäre da zum Beispiel anders. Genau. Und übernächstes Wochenende eben würde es losgehen. Das nächste Ludum Dare. Ich habe jetzt 26. geschrieben, ist effektiv 27. mit Zeit und mit Zeitzonen, das heißt, es würde Samstagmorgen um 4 wird das Thema bekannt gegeben und man hat dann eben bis Montagmorgen 4 Zeit für die 48 Stunden oder dann eben bis Montag, beziehungsweise Dienstag um 4 Uhr morgens Zeit für Teams. Ja, das ist so mein kleiner Überblick über Jams.